If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Is the dun, the dun, dun. I still got... Hey Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Community Server. Ja, vor einer Woche waren wir auch schon hier am Spawn vom Community Server. Und damals sah es hier noch ziemlich leer aus und jetzt sieht es schon hier ziemlich verbaut aus. Und was gibt's heute? Erstens mal wird euch vielleicht irgendwas auffallen an meiner Stimme, denn ich habe das Mikrofon ein bisschen umplatziert und ich rede jetzt frontal in mein Mikrofon rein. Ihr habt es ja vielleicht im Highlight-Video von gestern gesehen, dass es da das Mikrofon ja immer ein bisschen schräg neben mir war. Und jetzt habe ich es ein bisschen umplatziert, weil mein Mikrofon ist aus Sibon S450 USB. Das hat ja eine Niere, also ist, hat die Form einer Niere halt sozusagen. Wer sich ein bisschen mit Mikros auskennt, der weiß, was damit gemeint ist. Und ja, jedenfalls habe ich jetzt ein bisschen umplatziert das Mikrofon. Und damit sollte, die Qualität sollte nicht unbedingt besser sein damit, aber es sollte halt besser klingen so. Und ich hoffe, das ist auch so. Ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. In dem Fall, worum geht es heute? Es gibt heute mal etwas ganz Schönes, wirklich Schönes, was ich euch zeigen möchte. Und zwar gehe ich jetzt erstmal nach Hause und hier gibt es immer Leute, die rumstehen. Und wenn ihr heute Geschenke auspacken, die ihr mir gegeben habt. Ja, Leute, ihr habt mich reich beschenkt mit allen möglichen Dingen. Und ich werde jetzt erstmal alles ausziehen von mir, meine Rüstung und so mal weglegen hier. Zack, so wie das hier auch. Zack, so. Denn wir packen jetzt erstmal Geschenke aus, denn die türmen sich ja mittlerweile richtig vor meinem Haus. Und zwar sogar auch in meinem Haus drin. Also, wir haben hier eine Dia-Rüssi von Weitarix für mich. Mit ein paar Enchantments drauf. Auf jeden Fall Dankeschön und die Diamond Legends, die habe ich noch von ihr und anderen bekommen, vom Bomber, glaube ich. Dankeschön an dich auf jeden Fall. So, das nehmen wir gleich mal mit hier. Oder wir bauen es gleich mal ab, besser gesagt. Oh, wie das leuchtet im Shader so. Okay, das ist cool. Kleines Geschenk von Mats, genau. Das ist das Geschenk von Mats, glaube ich. Bisschen Eisen, Dias, Lapis, Gold. Dankeschön dafür auf jeden Fall auch. So, ich mache das alles mal irgendwie so ein bisschen zusammen. Zack, damit wir ein bisschen Platz sparen können. So, Dankeschön an dich, Mats. So, bauen das Schien einfach auch direkt ab. Zack, und legen das mal da rein. Oder ja, eben da reinlegen. So, wir kommen nachher noch zu das ganze Simplen, aber wie gesagt, zuerst packen jetzt mal Geschenke aus und hier haben wir Rätsel von Tasel bitte in einer Aufnahme. Okay, gut, das kommt dann in der nächsten Aufnahme, glaube ich, weil heute geht es zur Richter auf. So, das ist meine eigene Kiste, das ist mein Inventar. Ich gehe jetzt einfach mal hier hinten raus, damit der da nicht reinkommt zu mir. Denn hier haben wir schon das nächste Geschenk, nämlich Geschenk für Multi hier abgeben, danke, genau. Hier sind ja auch keine Geschenke drin. Ha! ein enthastisches Geschenk und eigentlich kann ich die... ja gut, Apfelangst. Für mich. Lol. Danke. Also Leute, ich muss mich echt bedanken bei euch. Bei allen, die mir jetzt irgendwelche Dinge hier gerade schenken. Fetter Falling sogar. Okay, alles klar. Und hier haben wir ein enthastisches Geschenk. Das wird wohl von Entet sein. Da schauen wir doch auch mal rein, was haben wir hier drin. Oh, das ist ein kleines Geschenk. Aber es wird mir auf jeden Fall weiterhelfen. Für Bücherregale und so weiter und für Verzauberungstisch. So, übrigens, ich baue jetzt die Kiste einfach mal ab. Weil die brauchen wir nicht mehr. Denn da hat ja anscheinend eh nur ich Zugriff. Und deshalb baue ich dann mal mit dem Hopper mal. Gut, das kommt dann alles auch mal hier rein, würde ich sagen. Upp. So, die Hose auch noch. Dann gehen wir mal hier raus und ich hoffe, ihr habt nicht belagert. Gut, also, so, hier haben wir ganz viele Geschenke auch. Das hier ist eine leere Truhe, die können wir eigentlich da lassen. Das hier ist ein Geschenk von Katze, genau. Dankeschön, Katze. Moment mal, genau. Von Schmusekatze, okay, alles klar. Das ist auf jeden Fall coole Sachen. Nur 3, ich weiß jetzt keine Ahnung was. Ja, ich kenne mich mit den Enchantments von Angeln überhaupt nicht aus, ganz ehrlich, Leute. So, für Mundi von Serrano 99. Okay, was hast du mir geschenkt? Wow. Ich gebe es zu, ich habe es schon mal angeguckt, aber das ist ein echt nices Geschenk, vor allem so wie es aufgebaut ist, finde ich es nice. Okay, was gibt mir ein Dia? Okay, toll, okay, dankeschön. Aber ich möchte es gerne, dass du weggehst, weil sonst kann ich ja die Geschenke nicht auspacken. So, dankeschön, Serrano. Zack, so, dann bringen wir mal wieder alles in Sicherheit. Ich muss das dann hier und dann halt auch mal noch sortieren, aber ich habe ja eine kleine Schatzkammer gebaut in meinem Keller unten. Wer die Streams aktiv mitverfolgt, der weiß ja bereits, dass es da so eine kleine Schatzkammer gibt. So, dann haben wir hier von Krischko LP. Unbreaking 3 Spitzhacke. Oh, das ist mega nice, weil die nehme ich jetzt gleich mal mit. Denn
ich habe hier eine Spitzhacke heute im Stream verzaubert, Fortune 3 und Efficiency 4. Jetzt will ich die mal schnell kombinieren, weil Unbreaking auf der Fortune Pickaxe, das ist mega nice. Das kostet 18 Level, wow. Genau 18 Level. Kann ich die jetzt noch umbenennen? Ne, dann geht's wahrscheinlich nicht mehr. Pickaxe, da, okay, gut. Ja, nice. Diamond Pickaxe, Unbreaking 3, Fortune 3, Efficiency 4, Alter. Besser kann es ja fast nicht werden. Außer Efficiency 5. Okay, also vielen Dank an Krischgelb schon mal für die Spitzhacke. Oder für am Brücken 3. Und Leute, geht jetzt hier bitte mal weg, sonst muss ich euch kicken. Geht weg! Leute, ich bin am Aufnehmen. Okay, danke. Gut. Okay, Schmenzgamer, gib mir noch ein Schwert, alles klar. Sharpness 4, Knockback 2, Looting 2, Firespack 2. Holy shit. Moment mal, das könnte man ja auch noch kombinieren, nur leider habe ich jetzt keine Level mehr. Denn ich habe heute auch ein Sharpness 3 Schwert, Knockback 2, Firespack 2, okay. Na gut, möchten wir mal noch Sharpness 4 haben, dann werde ich das wahrscheinlich noch kombinieren. Okay, den auch mal hier rein. Vielen Dank auch an dich, auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wer es war, der mir das geschenkt hat, aber Dankeschön. Gut, also, das war Krischko LP, der hat mir auch noch Bane of Entropods 4 Schwert. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man braucht. Also, wenn ihr wisst, was Bane of Entropods macht, dann dürft ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann hier ein Geschenk von Mats95. Oh, sieht auch nice aus. Nehme ich auch gerne an. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich muss ja eigentlich mal aufräumen, ne? Weil sonst kommt man ja gar nicht mehr in mein Haus rein und so weiter. So. Zack, einer. Sehr gut. Okay, dann gehen wir raus. Ich würde mal sagen, dieses Geschenk hier nehmen wir als nächstes. Von wem ist denn das hier? Das ist von dem Gamer und das hier auch. Das ist von... Ne, das ist von Shigi, okay. Alles klar. Bisschen Redstone, bisschen Kohle. Ja, dankeschön. Kann man gebrauchen auf jeden Fall. Nehmen wir gleich mal mit. Und dann... Ah, das ist von deinem lieben netten Pudding. Oh, das sieht aber auch geil aus. Okay, nehmen wir auch mit. Vielen, vielen Dank, wirklich. Weil ich habe echt lange gefarmt heute, auch für Ressourcen allgemein. Und dann kriegt man einfach mal wirklich so viel hier geschenkt auf einmal. Vielen Dank an alle. Okay, weiter so eine Angel oder so einen kaputten Bogen brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Dankeschön dafür trotzdem. Aber ich schmeiße es jetzt weg. So, ja, bei Leder kann man noch gebrauchen ein bisschen. Ah, gut. Übrigens, ich habe ja auch einen Mülleimer. Disposal. Einfach wenn man ein Schild setzt und dann in eckigen Klammern genau das hier schreibt aufs Schild und das platziert, dann habt ihr so einen Mülleimer. Da könnt ihr alles reinschmeißen und wenn ihr das schließt, dann wird es gelöscht. Einfach so ein kleiner Tipp nebenbei. Ja, und ich glaube, es wird heute nicht das längere Video geben, denn es gibt noch einige weitere Sachen. Was ist das für eine Kiste da? Die wurde von mir gesichert, lol. Das ist meine Kiste, okay, gut, dann lassen wir es halt. Warum steht hier oben eigentlich ein Enchantment Table? Okay, oder zwei sogar. Okay, von wem sind die? Sind die öffentlich? Leute sind öffentlich, so wie es aussieht, okay. Dann wurden die anscheinend gar nicht gesichert, okay. Ein Geschenk von Taumir. Oh, Essen und Dias, dankeschön. Vielen Dank. Nehmen wir gleich mal mit. So, oh, die Geschenke, die sind wirklich ganz unterschiedlich zum Teil, aber sie sind alle sehr, sehr nice. Also wirklich vielen Dank an alle. Hier steht einfach nur Multi drauf. Und das ist von Fuhr. Oh, von Fuhr. Alles klar. Auch so ein bisschen Stuff. Ich finde es echt geil, wie die Leute so ein schönes Muster machen. In den Kisten drin manchmal. Finde ich recht nice. So, was haben wir hier? Das ist von mir selbst. Lol. Kann ich jetzt kaum glauben, aber das hat mir auch jemand geschenkt. Dankeschön dafür. Jetzt habe ich weitere Enchantment Tables und nehme das mal mit. So, und du gehst nochmal ein bisschen weg. Hier ist mein Haus. Hier ist mein Herrschaftsgebiet, na, wie man lesen kann. So, okay. Das brauchen wir eigentlich nicht. Erde, ja, Erde eigentlich auch nicht. Cobblestone habe ich auch genug, kann man easy farmen. Das nehmen wir raus. Dort haben wir keine Schilder hier drin. Dann öffnen wir mal den Armor Stand weg. Zack und die Fackeln einfach da rein. So, ich glaube langsam haben wir alles, oder? Weil die Kiste ist ja von mir und... Okay, gut, wir müssen alles haben. So, gut, das wäre es mit den Geschenken gewesen. Dankeschön an alle wirklich. Und ja, wenn ihr euch Geschenke für mich habt oder so, fühlt euch nicht verpflichtet, mir das zu schenken. Und hier wurde gegrieft. Yay! Ich hatte jemand meinen Baum abgebaut. Okay, gucken wir doch mal nach, wer das war. So, mal sehen. Geht eigentlich ganz einfach. Zack, wird uns abgebaut. Mr. Fox removed the log. Alles klar. Tempelbann. Mr. Wie heißt er? Achso, heißt er. Mr. Fox. XXXX. Ein Tag. Und Griefing bei Multis House.
https://multi.mut-com.de. So geht das. Ganz einfach. Weil eben, wer grieft, wir gebannt schon eine gewisse Zeit, je nachdem wie viel man grieft, na, ist gar nicht klar, weil wirklich die meisten Bands, die wir verteilen, und wirklich so gut wie alle Bands, sind nur gegen Griefen. Und es ist nämlich schon fast alarmierend, na. Und okay, hi Ruplex, lass das bitte sein da. Okay, in meinem Haus gibt es auch, na. Aber genau, das Rätsel von der Tasse, das macht dann eine andere Aufnahme, glaube ich. Jedenfalls möchte ich euch noch den Shop zeigen. Und eben, genau, was ich noch sagen wollte. Wenn ihr gebannt werdet, Leute, kommt auf den TS und sagt auf keinen Fall, ich wurde grundlos gebannt. Grundlos gebannt zu werden, wer das behauptet, der verlängert seinen Bann damit freiwillig. Nur mal so, ne? Weil grundsätzlich, und wirklich, man wird nicht ohne Grund gebannt. Das ist wirklich so. Und vor allem wird man auch nie permanent gebannt. Man kann zwar für 100 Jahre gebannt werden, aber nie permanent. Und das ist einfach noch ein Unterschied. Gut, also das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist der Shop. Wenn ihr so einen Shop eingibt, zack, dann kriegt ihr alle Infos zum Shop. Ihr könnt euch nämlich im Online-Shop hier auf dieser Webseite multi.com.eu /25.900 könnt ihr einfach draufklicken und den Link halt öffnen da. Das mache ich jetzt nicht, weil es ist eh nicht nur Aufnahme dabei sonst. Und da könnt ihr euch dann registrieren, beziehungsweise ihr müsst auch über Ingame registrieren. So, nämlich einfach mit /rec und dann euren Passwort halt. So, das ist jetzt mein Passwort zum Beispiel. Damit könnt ihr euch registrieren für den Online-Shop. Und ja, wenn ihr das macht, dann könnt ihr noch auf dieser Webseite euch anmelden. Einfach mit eurem Ingame-Namen anmelden, plus dem Passwort, das ihr hier festgelegt habt. Und dann, der Shop ist eigentlich selbsterklärend. Ich weiß nicht, ob ich auch ein separates Video dazu machen werde. Aber es ist relativ einfach zu verstehen, finde ich jetzt. Eben, ich werde es jetzt hier nicht mal einbauen, weil ich kann es nicht aufnehmen mit der Fraps leider. Oder gerade so spontan. Na, da könnt ihr euch einfach anmelden. Und dann, wenn ihr da irgendwelche Dinge verkaufen oder kaufen möchtet, könnt ihr einfach /Shopbox machen, alles zusammengeschrieben. Zack, dann öffnet sich das Webportal, also des Shops. Also es ist wirklich ein Online-Shop, wo ihr mit Minecraft-Items handeln könnt. Ihr könnt auch selbst eure eigenen Items verkaufen, ihr könnt von anderen Leuten Items kaufen. Und eben, wenn ihr Items verkaufen wollt, dann müsst ihr die hier reinlegen und nachher könnt ihr auf den Online-Shop gehen. Und da wird dann automatisch erkannt, ja, was habt ihr hier drin? Und dann könnt ihr da anklicken, ja, wie viel ihr von dem verkaufen wollt, zu welchem Preis und so weiter. Es ist dann alles auf Englisch, aber es ist wirklich leicht verständlich, finde ich. Und auch wenn ihr Dinge kauft, und es ist ganz wichtig, genau, wenn ihr hier Dinge reinlegt, dann müsst ihr zuerst das zumachen und erst dann könnt ihr in den Online-Shop gehen. Erst dann wird das funktionieren. Und eben auch wenn ihr im Online-Shop irgendwelche Dinge kauft, weil ihr habt eine Online-Währung, oder eben eine Währung, ich glaube mit /money kann man das sehen, kann das sein? Genau, ihr habt 128 Money, sieht man hier. Und eben mit diesem Geld könnt ihr in diesem Shop, also auf dieser Webseite hier, zack, da könnt ihr Dinge einkaufen. Und wenn ihr dann Dinge kauft, dann könnt ihr einfach wieder /Shopbox machen. Moment mal. So, nochmal. Shopbox. Zack, und dann sind die Dinge, die Items hier drin. Und dann, ja. Enjoy, ne? Also es ist wirklich ein sehr, sehr geiles Feature und ich kann euch nur empfehlen, das zu nutzen. Es gibt auch einige Leute, die schon, die das nutzen, denn viele haben schon rausgefunden, ja, dass es da anscheinend irgendwas gibt und ja, es gibt auf jeden Fall schon 3-4 Leute, ich glaube, wahrscheinlich sind sogar mehr bis jetzt, die das Ganze nutzen und ja, ich empfehle euch auch, wenn ihr Dinge verkaufen wollt oder einfach mal wirklich richtige Dinge braucht oder wenn ihr zum Beispiel, wer hat diesen Button platziert? Bomber. Alles klar, den werde ich auch noch bannen nachher, weil ich habe gesagt, sowas möchte ich auch nicht mehr haben in Zukunft. Gut, aber ist jetzt egal. Jedenfalls, ja, mich würde es freuen, wenn ihr den Online-Shop nutzt, weil ich bin auch aktiv, zum Beispiel, wenn ihr so ein Buch oder sowas nicht braucht, dann könnt ihr das auch in den Online-Shop stellen. Nur wird es wahrscheinlich niemand kaufen, aber ihr könnt euch, ja, vielleicht, vielleicht findet ihr was raus damit nach und damit euch auch sagen, Leute. Viel Spaß und wir sehen uns heute Nachmittag im Stream ab 13 Uhr. Minecraft Legend zum ersten Mal. Wenn ihr das Video bis dahin schon seht, dann schaut vorbei auf jeden Fall. Ich lade da keine extra Ankündigung mehr hoch. Einfach Minecraft Legend stream ich ab heute Nachmittag bis zur nächsten Schlacht und danach muss ich den Stream dann leider ausmachen. Na. Bis dahin, Leute. Viel Spaß, einen schönen Tag und lasst eine positive Wertung da. Würde mich freuen. Bye bye und tschüss. Peace out.